die meisten Menschen wachen jetzt auf. In sich, sie kommen in sich. Sie begreifen, dass sie von außen nicht so viel Hilfe bekommen wie von innen. Und deshalb sucht auch keiner und fragt auch keiner nach Hilfe. Aber noch vertrauen sie dem Geld. Wenn sie bezahlt haben, dann wollen sie Leistung sehen. Aber das verstehen sie nicht, dass das gerade der Fehler ist. Alles, was Geld kostet, da kann man nicht sicher sein, dass da auch diese nicht sichtbare Energie, Hilfe da ist. Weil wenn sie nicht da ist, wenn es nur eine Imitation ist in der Verpackung, nur ein Smalltalk, nur eine materielle Handlung ohne Herz, dann nimmt es dir noch mehr an. Es öffnet ein dunkles Portal. Es zieht dir dann Energie. Es ist wie ein Anker, es ist das Gegenteil, was man eigentlich erwartet. Es ist eine Bindung an eine andere Person. Wenn da kein Gefühl ist und man denkt, der Mensch ist gut, dann gibt man dem Menschen ja was ab. Weil man geht davon, er ist gut, dann macht man einen Tausch von Energien. Dann kommt aber nichts oder im besten Falle nichts, aber im schlimmsten Falle etwas Schlechtes. Und du gibst Gutes ab und irgendwann leidet man. Und so schaffen die Menschen, die uns umgeben, sie stecken uns an. Oder besser gesagt, sie verändern unsere Frequenz. Ja? Nicht dadurch, dass wir schwächer sind, sondern dass sie uns was vorspielen. Dass wir sie nicht unterscheiden können. Und das habe ich die letzten Jahre studiert, richtig fest und ganz, ganz professionell, spirituell, wissenschaftlich. Ja? Und deshalb bin ich mir sicher. Im Prinzip habe ich mich qualifiziert. Richtig qualifiziert, zu verstehen und zu analysieren. Ich hab Respekt vor Psychologen und so weiter, ja? Therapeuten und auch Priester, Pfarrer und so weiter, die Seelsorge machen. Aber sie haben Autorität, die sie nicht haben. Schwester, sie manipulieren dumm. Sie machen sich wichtiger, als der Mensch ist, als Gott im Menschen ist. Weil Gott hilft immer noch heilt Gott. Und nicht der Psychologe, nicht der Seelsorger, nicht der Priester, ja, nicht der Politiker, niemanden. Ja, sondern das ist nur ein Spiegel. Ja, fertig. Und man vertraut Energie an und man bekommt die wieder zurück. Aber entweder das, was du zurückbekommst, macht dich abhängig oder ist es frei. Wenn zum Beispiel die Eltern den Kindern die Energie, die Kinder freisetzen, die dürfen sie nicht anwenden, können sie auch nicht. Dann nehmen sie die Eltern und geben sie den Kindern zurück in andere Form. Aber die meisten Tricksen da auch, machen die Kinder abhängig von sich. Sie haben da keine Verbindung, keine herzliche Verbindung. Aber materiell geben sie denen alles, aber die Energie verschwenden sie. Weil jeder hat Energie, vor allem Kinderenergie. Das wird ja demnächst alles klar werden. Ja? Weil es wird nachvollziehbar sein, auch wissenschaftlich erklärbar sein, ja, wird alles. Ja? Und das ist jetzt schon. Ja? Plus es herrscht so ein Haus und Durcheinander. Der Gesellschaft. Aber es gibt Wissen, wenn man das Ganze ordnet, wenn sich das ordnet, dann dreht sich auch alles. Dann werden die Menschen anfangen, das positiv anzuwenden. Und das passiert jetzt. Wir haben jetzt diesen Polwechsel. Wir sind mittendrin. Es passiert so, das ist unmerklich. Es wäre ein Dieb in der Nacht. Ja, wird das Bewusstsein etwas zu verbessern, zu optimieren, zu organisieren, frei. Ohne Zwang, ja. Aus gutem Gefühl, das wird immer mehr und mehr. Ja. Und das wächst in der ganzen Gesellschaft. Und irgendwann steckt es alle an. Und ob sie wollen oder nicht, sie werden davon angesteckt. Verstehst du? Wieso? Weil da Energie ist. Weil das meiste, was die Menschen umgibt, ist Fake. Das nimmt ihn nur. Aber wenn man etwas sagt, und es ist vielleicht krass, aber es hat Energie drin, dann ist es, diese beiden Kinder, Süßigkeiten, ja. Obwohl sie giftig sind, sagt man da, nimmt das Kind, weil da Energie drin ist. Ja. Und genauso ist es auch jetzt. Was wir sagen, da ist Energie drin. Wieso? Weil wir daran glauben. Wieso? Weil wir es leben. Weil wir wirklich frei sind. Wir lügen nicht. Und wir sind wirklich viele auf der ganzen Welt. Es gibt viele, die davon reden, die aufgewacht sind, aber die sind nicht in ihrer optimalen Version oder Qualität. Die sind immer noch beim Reden. Sie warten immer noch, wie sie einen Job finden, sozusagen, ja? Eine Aufgabe finden, sich selbst finden, ja, ihren Platz finden. Aber 144.000 sind
aktiv auf der Welt, sonst würde es diese Veränderung nicht geben. Diese Veränderung bewirken nicht die Menschen, die jetzt im Internet auch machen, Facebook, die so reden, posten, ja, und so weiter, die so auf etwas warten, ja, die immer noch im System sind, immer noch arbeiten, immer noch Verpflichtungen haben, immer noch nach Kalender arbeiten, nach Plänen arbeiten, immer noch die Bestätigung von Menschen suchen. Sie sind richtig, sie sind gut, sie glauben an alles, sie erwarten alles, sie hoffen alles. Sie haben den Systemsatz, sie mögen es nicht, sie sind nicht loyal zum System, obwohl sie noch im System sind. Ja? Mhm. Aber sie können nichts verändern. Von denen passiert jetzt keine Veränderung.